jetzt bei Iron Tom. Assassin's Creed Black Flag. So, ich habe die Stadt ein bisschen erkundet, ein bisschen rumgeplänkelt und jetzt starten wir hier die Mission. So, was kommt auf uns zu? So läuft das ab. Torres trifft sich mit Prinz, bringt einen Teil des Lösegelds mit und sagt, dass der Rest bald folgt. Wenn wir den Weisen sehen, kommst du mit dem Rest des Goldes, tauschst es ein und haust ab. Und ich beobachte dich dabei. Nein, Kenway, spiel diese Intrige allein und riskiere das Vertrauen deiner Crew. Es macht mich krank, dass du mit diesem Sklavenhändler verhandelst. Komm schon, Mann. Wenn wir den Weisen haben, sind wir alle reich. Nicht, wenn Master Kid ihn zuerst erreicht. Kid? Mein Gott. Der Knabe will ihn töten. Edward! Was zum Teufel machst du hier? Ich folge diesen Männern zum Weisen. Kannst du dich beherrschen, bis er erscheint? Der Weise ist hier? Ei, und Prinz wird uns direkt zu ihm führen. Nun gut, Alter. Ich halte meine Klinge im Zaum, aber nicht für lang. Das Kind. Da, vor mir, da. Wie lange ist unser letztes Treffen schon her, Senor Prinz? Ein Jahr? Eher 18 Monate. Von diesem Roberts hörte ich zum ersten Mal im November 1715. Sind Frontkämpfer gegen die Maroons. Gott steh ihnen bei. Ein Frontkämpfer, hm? Ah, sieh. Seitdem hat sich vieles verändert. Niemand nennt mich mehr Gouverneur zum Beispiel. Ich gab den Posten letztes Jahr auf. Ah, das war mir unbekannt. Du kannst es nicht lassen, oder, Kenway? Deine Nase in Dinge zu stecken, die du nicht verstehst. Du machst mich nervös, Kid. Lass die Klingen stecken. So ein verdammtes Pech. Sehr viele Kirchen. Zwei meiner Ziele. Und haben die Engländer jetzt begonnen, ihre Sklaven zu glauben? Ruhig, Jim. Nicht mehr lange. Keine Sorge. Bekehren? Gott weiß, Torres. Niemand hier könnte so töricht sein. Töricht? Wie meint ihr das? Wäre es nicht Sünde, einen Christen zu versklaven? Wenn man die Seele eines Sklaven vom Tier zum Menschen erhebt, kann man auch gleich seine Kälber zum Abendessen einladen. Verzeiht mir meine Ungeduld. Doch wie weit ist es noch? Wir sind schon bald da. Okay. Bleib an deinem Platz, Sklave, und stell dich deiner Strafe wie ein Mann. Jetzt soll ich ein Mann sein, wo ihr genau das 30 Jahre lang bestritten habt? Ich finde das ab. Ich finde das abstoßend, Prinz. Ich glaube, alle denkenden und fühlenden Menschen verdienen Respekt und Perspektive. Ach, ihr Spanier. Euer Kontakt zu den Mohren hat euer Blut verdünnt und die Herzen verweichlicht. Es bedeutet nicht, dass ich an die natürliche Gleichheit aller Rassen und Geschlechter glaube. Sicher sollten Männer mit Talent und Verstand stets führen. Doch mit der Praxis der Sklaverei wird kein wahrer Gewinn erzielt. Auf kurze Sicht verdient man damit Geld. Doch langfristig macht uns das zu Opfern unseres eigenen Erfolges. Ah, doch ihr und ich, Sir, alt wie wir sind, werden wir diesen traurigen Tag nicht mehr erleben. Warum die Mühe? Kommt er sich... Puh, gut, okay. Mach die Augen auf, Bursche! Okay. Aus Anstand, wenn sonst nichts. Ja.
Anstand? Torres, ich vergeude meinen Tag nicht damit, über Sklaven und ihre armseligen Leben zu reden. Lasst uns unser Geschäft abschließen und dann gemeinsam als Freunde feiern. Der Papa tut noch spielen. Mach den Fernseher vorne in der Stube, ja? Go away! Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sie, sie. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Ah, oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Da steckt das richtige Geld drin. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Wenn auch nicht so nachhaltig. Ich werde des Laufens müde. Sind wir bald da? Ja, gleich hier. Wir müssen uns auf Augenhöhe begegnen. Ich traue dem Templer nicht mehr, als ihr mir traut. Nun okay. Hätte ich gewusst, wie sprunghaft ihr seid. Ich hätte euch Blumen mitgebracht. Ach, warum tue ich mir das an? Wegen des Geldes, schätze ich. Wegen des vielen, vielen Geldes. Ihr sagt, ihr kamt alleine, Torres? Nicht allein, aber sicher ohne Begleitung. Ich reiste an Bord einer britischen Handelsbrig. Aha. Okay. Es ist soweit. Nein. Nicht, bis wir den Weisen sehen. Hier ist ein ruhiger Ort. Ich will das Geld sehen. Es ist nur ein Vorschuss auf das Lösegeld. Der Rest kommt in Kürze. Es schmerzt mich, einen Mann meiner eigenen Rasse zu verkaufen, Senor Torres. Sagt mir bitte, was hat dieser Roberts getan, um euch zu verärgern? Ist das Ausdruck protestantischer Pietät, mit der ich nicht vertraut bin? Vielleicht ein andermal. Was? Nächstes Mal. Sorgt dafür, dass man euch nicht folgt. Erledigt das! Mist. Ah. Du hast es versaut, Kenway. Für die gute Sache. Oh, Mist. Oh, wie lange brauchst du denn da? Es ist vorbei, Mann. Ich hol mir diesen Prinz. Kit, nein! Mist. Jim, halt! Diesmal Mensch. Nicht, Kenway. Es ist doch ein Mädchen. Buddy, komm schon, Mann. Lass uns das gemeinsam machen.
Du hattest deine Chance. Bist eine Rauchbombe geworfen. Das ist fies. Tu es nicht, Kid! Warte! Oh Mann, Mann. Nein, 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 nein! Mist, 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 Mist. Jim, halt! Mann, hier ist ein Mörder! Hilfe! Wachen! Wachen zu mir! Alte Schabracke, nimm deine Drecksfinger von mir! Du darfst diese Männer nicht töten, Kid. Nicht, bis ich den Weisen habe. Ich hab das Schwein eine Woche lang verfolgt, rund um die Uhr. Hier finde ich nicht eines, sondern zwei meiner Ziele und du beraubst mich beider. Hab Geduld, Mann. Du kriegst sie schon. Wenn ich den Weisen finde, hilfst du mir bei Prinz. Verstanden? Ja, Mann, der Weiße hat doch Geld. Also der weiß, wo wir da in dieses Dings reinkommen. Vier Scharfschützen töten. Durch Rauchbomben. Achso, verwirrte Wachen töten. Ja, super. Hm. Egal. Wenigstens haben wir das schon mal geschafft. So. Wir rennen jetzt mal fix erstmal zur nächsten Mission hin. Machen nur ganz kurz ein kleines Päuschen. Aber wirklich ein ganz kleines Päuschen, weil ich gucken muss, was mein Kleiner macht. Ja. Der ist nicht wach geworden. Ich muss ganz kurz gucken, was der so macht, und dann starten wir gleich weiter. Ja? Aber vorher begeben wir uns, wie gesagt, zu dem Punkt hin, wo wir hin müssen. Zur Windmühle, so wie es aussieht. Ja, die Windmühle. Okay. So. Ja, er kommt noch hoch. Sehr schön. Oben, hä? Oder? Jo. Sieht nach oben aus. Okay, ich mache ganz kurz Pause. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir schon wieder. Den Kleinen geht's gut. Papa kann noch ein bisschen aufnehmen. Ist alles okay hier. Na gut, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich sonst noch hochkomme. Hier, oder? Ne? Ah, hier ist auch ein Vorsprung. So. Okay. Ach. Haben wir gleich geschafft, gleich geschafft. Na, Kid? Treffen wir uns doch in einem Pub. Ich kam nach Kingston, um ein Ziel zu finden. Saufgelage haben keine Priorität. Wir könnten zusammenarbeiten, weißt du? Du willst Lawrence Prinz erwischen und ich seinen Gefangenen. Wir suchen den Weisen ebenfalls, Edward. Leg dich nicht mit uns an. Möge der bessere Mann gewinnen. Wachen patrouillieren über den gesamten Besitz. Sie benutzen Glocken, um Ärger anzuzeigen. Siehst du da? Wir sollten sie unbrauchbar machen, bevor wir fortfahren. Bei so vielen Männern hier hilft uns Heimlichkeit allein nicht weiter, also tue ich, was ich kann, um sie abzulenken. Dann hast du eine Chance, sie auszuschalten. Bereit? Du heißt nicht James, oder? Meistens nicht. Komm mit. Sag ich doch. Ja, ja. Wenn du Prinz vor mir siehst, dann ist soweit was Geld für dich drin. Abgemacht? Verdammt, Mann. Never mind then.
Genau, komm mal her, ja. Ja, Und kommt er jetzt? Ja, er kommt zu uns. Sehr schön. Da kommt dann noch einer. Ach, weißt du was? So. Dann kannst du hier auf jeden feuern, den du willst, ganz einfach. Oder hätte ich das nicht gedurft? Mit Berserkerpfeil auf was? Grobojan schießen und Schlafpfeil auf Scharfschützen. Okay. Dann halt so. Der schlachtet eh da drüben alles ab. So, noch ein Grobian. So. Beides sind wir jetzt geschafft. Gott. Okay. Hast du nicht gehört, was geschehen ist? Er wurde auf dem Weg hierher von Banditen angegriffen. Bukania vermutlich. Ein dreckiges Geschäft. Ist entkommen, habe ich gehört. Prinz ist auch nicht sehr erfreut. Ach, Mist. Ah, Mist! Da war ja ein Schütze mit dabei. Na gut, dann halt so. Ach. Was mache ich denn da? Das nur für eine verkackte Glocke. Na gut. Achso, nee. Wir wollen jetzt hier... Hold a moment. Intruder, I need some help here. Ach. You run like a duck. Mist, das wollte ich doch gar nicht so. Mist. I've got a shot. Get out of the bush, you prat. Ich schlag nur nach. Hör auf zu pfeifen. Ich brauchte jetzt nicht zu pfeifen hier. Mann. Ein bisschen Munition wäre jetzt nett nochmal. Hey, get out of that scrub! Ah!
So. Dann halt so. Hold you. Interloper, raise the alarm. You run like a duck. Alert! Alert! Okay, erstmal einen fetten. Keep him hemmed in. Ah Mist, wir hatten ihn schon wieder geschossen. Ach, der Turm bestimmt. Haha, was? Du triffst mich noch? Okay. Ach, Mist. Ja, komm hier vor, komm hier vor. Rouse yourselves, you dullards! So. Ganz kurz hier. Munition gleich nochmal nachladen. Na, komm, wenigstens noch. Ne, keine Kugel. Hat ja. Da, Munition plündern. Dankeschön. So. Hey! Keinen Schritt weiter! Bitte! Ich bin angeschossen! Ich brauche Hilfe! Gott, Thompson, sieh nach ihr, sie ist verletzt! Und zwar schlimm! Ich bin hilflos! Nun gut! Und schwach! Dann nimm meinen Arm! Aber nicht unbewaffnet! Gott segne euch! Ja! So macht man das also, aha! Okay. Ahoi! Marlow! Mr. Prinz meint, ihr sollt die Augen offen halten. Er sagt, hier treiben sich ein paar Unruhestifte herum. Ich geb's weiter! Okay. Ja. So, jetzt habe ich schon mal zwei, die berserkerhaftig sind. Und Nummer drei. Was war das denn? Fragt mich jetzt nicht, wie ich das gerade geschafft habe, aus dem Busch da hinten bis hier vorne hinzuspringen. Ich habe keine Ahnung, was gerade geschah. Ja, war eindeutig ein Bug. Das anders geht's ja gar nicht, also. So. Über mir oder unter mir noch die Kiste? Wahrscheinlich. Na, okay. Geht's so raus, schön. Würde doch gerne schon den Punkt hier zum. Ja. So. Synchronisieren erstmal. Keine Wache hier oben drauf. Das ist doch schon mal sehr schön.
Na. Nochmal runter. Na. So. Ah, hier ist die erste Kiste. Aber wenn ich schon hier bin, will ich auch wenigstens alles erbeuten, ja. Okay. Wir machen das mal anders. So. Na. Ja. Na gut. Ja, du wirst mal zum Berserker hier. Okay. Genau, fall bloß in die andere Richtung. Das ist richtig. Munition ist voll, okay. Der ist noch nicht tot. Mist, wie... Wie soll ich denn jetzt den... Nein, auch nicht. Let me out of... Intruder! I need some help here! Alles versaut. Alles versaut. Er schlägt die Glocke. Na gut. Oh. Der ist runtergefallen, okay. Ja, wie soll ich den hier bekommen? Mal gucken. Vielleicht so rum? Nee. Get a hold of that man! I see him! There! Auch so nicht. So. Wie soll ich den denn töten überhaupt? Lorenzo eliminieren? Ach so. Wirst du müde, alter Mann? So, drauf getreten. Da hängst du über mir wie eine lüsterne Krähe. Willst du mich leiden sehen? Du hast selbst nicht so wenig Leid verursacht, Meister Prinz. Vergeltung, schätze ich. Ihr törichtes Lumpenpack und eure prätentiöse Philosophie. Ihr lebt in der Welt,
aber ihr lenkt sie nicht. Du missverstehst mein Motiv, alter Mann. Ich bin nur auf das Geld aus. So wie ich, Junge. So wie ich. So. Achtung, Kenway! Ich hab deinen Mann! Ich erkenne dich. Der Templer aus Havanna. Ich bin kein Templermann. Das war nur Täuschung. Wir sind hier, um dich aus der Sklaverei zu retten. Mich retten? Ich arbeite für Mr. Prinz. Oh. Dann ist er ein erbärmlicher Master. Er hatte vor, dich an die Templer zu verkaufen. Man kann auch wirklich keinem mehr trauen. Robert! Mist. Echt abhauen? Ich hätte jetzt gekämpft. Na gut, dann hauen wir ab. Ja, ja. Bastards in the sights! Fish in a barrel! In the sights! Bastards in the sights! I've got a clear shot! I've got a line on him. Geh mal aus dem Weg, Kuh! Don't lose sight of him! You'll not get through here! Okay. I've got him dead to right sights. He's in my sights. He's getting away. Na gut, dann geht's los, halt. Hast ihn wieder verloren, was? Ei, Roberts ist ein Teufel mit sehr fragwürdigen Umgangsformen. Dann habe ich heute zwei Männer verloren. Also... Wie heißt du wirklich, Mädchen? Mary Reed, für meine Mom. Und auch für meine Freunde. Aber kein Wort zu irgendjemand. Nein. Sonst entmanne ich dich auch noch. Okay. Na, wenigstens haben wir die Zusatzzeiter geschafft, 100% fertig. So. Ja, Kit ist ein Mädchen. War doch schon klar. Hat man doch an der Stimme gehört. Leichen liegen? Nicht mehr. Okay. So, das heißt für uns jetzt wieder. Oh. Wo müssen wir denn jetzt ganz hin? Wieder zurück nach Nassau? Da machen wir aber eine Schnellreise hin, ja? Das machen wir jetzt mal. Fix, fix, fix. Ja. Ich bin zurzeit 24.600 und schieß mich tot. Rang. Wow. So. Noch ein? Ein Rumflip diesmal. Und wo soll ich bitte frische Eier in diesem Loch finden? Hier gibt es kaum mehr als Pisse und Insekten. Hi, wir arbeiten dran. Werte Lady, sagt, wie nennt man euch? Anne, wenn Sie nüchtern sind. Und später Kanaille. Doch niemals Lady. Nun, gütigste Anne, ich... Ein Eimer Scheiße, habt ihr mich gehört? Ein Eimer beschissene Scheiße! Das ist ein Trick, um uns einzuwickeln, bevor sie Nassau angreifen. Ihr werdet sehen, merkt's euch. Das ist kein Trick, Wayne. Ich habe es direkt aus dem Mund dieses Bermuda-Hauptmanns.
Es gibt ein Generalpardon für alle Piraten, die sich stellen. Trick oder nicht, es ist wohl klar, dass die Briten nach Nassau zurückkehren. Und nicht ohne Waffen. Wir brauchen einen Plan. Komm mit uns, Kenway. Da braut sich was zusammen. Okay. Die kotzen sich hier die Seele aus dem Leib. Seid ihr alle so besoffen? In der Mangelung einer guten Idee tauchen wir besser ab. Keine Kaperfahrt und keine Gewalt. Tut nichts, was dem König sauer aufstoßen könnte. Das Sodbrennen des Königs! Juckt nicht im geringsten, Ben. Wird es aber, wenn er seine Truppen schickt, um die Reste von uns von dieser Insel zu tilgen. Sieh dich um, Mann. Willst du für diese Sickergrube sterben? Ei! Es ist unsere Republik. Unsere Idee. Ein freies Land für freie Männer. Vergessen? Es mag ein schmuddeliger Anblick sein. Aber ist es nicht trotzdem wert, dafür zu kämpfen? Ich bin mir nicht sicher. Denn wenn ich mir die Früchte unserer Arbeit so ansehe, sehe ich nur Krankheit, Faulheit, Dummheit. Es gibt kein bisschen Unterschied zwischen hier und London, oder? Fetch hat recht, Mann. Mit etwas Abstand betrachtet, geht es uns doch gar nicht so schlecht. Es gibt Sonne, Rum und Vergnügen, soweit das Auge reicht. Ei, Nassau mag aus der Ferne gut aussehen, doch an seinem Kern nagt Krankheit, die ich nicht ertrage. Krankheit kann geheilt werden, Ben, wenn man nur die richtige Medizin hat. Aber Tote kann man nicht wiedererwecken. Ich glaube nicht, welcher Mist da über deine Lippen kommt. Dann nimm das Pardon noch an und vergiss es alles. Frieden, alle beide. Wir können beides erreichen, wenn wir gemeinsam vorgehen. Finden wir Medizin, die uns Linderung verschafft, aber ohne die Briten auf den Plan zu rufen. Okay, und wie? Oder eher gesagt, wo? Ich klaume die bei den Spaniern so. Mich dünkt, der nächste Doktor sitzt gemütlich in Havanna. Kein Ort, den ich aufsuchen möchte. Die spanische Flotte, die vor 2 Jahren sank, hatte Medizin an Bord. Alles versiegelt in Glasampullen. Du brauchtest eine Tauchglocke, um so tief zu tauchen. Ei, und mit etwas Geld und Vorräten kann eine Tauchglocke nicht schwer zu beschaffen sein. Diesen Plan kann ich unterstützen. Medizin finden, ohne Ärger zu beschwören. Einverstanden, Thatch. Einverstanden. Ei. Ich treffe euch bei den Wracks, sobald du bereit bist, Kenway. Denk daran, Thatch. Lass die Kanonen verkorken. Pass auf, Ben. Okay. Hab verstanden. Ich hab's verstanden. Achso. Taucherglocke kaufen. Wo haben wir denn den nächsten? Hinter uns, genau. Gut. Das heißt, wir dürfen jetzt endlich auch mal abtauchen. Die Schiffswracks unten erkennen. Aufsuchen. Und nicht nur das. Da werden uns die Haie erwarten. So. Taucherglocke. Okay. Fehlt mir das Geld? Halt, warte mal. Verkaufen? Fracht verkaufen? Ich hab nur Stoff, Mist. Ja, wisst ihr was? Wir verkaufen mal den ganzen Stoff. Und hab immer noch nicht genug. Jagdbeute verkaufen. Obwohl, ich brauche nur... nein, nicht alle. So. So. Jetzt habe ich 4000. Kaufen. Ach so. Ich brauche dafür einen Plan. Mist. Na gut. Dann haben wir's. Das sind also die Tauchorte, die ich brauche. Gut. Pläne für Upgrades. Ach so. Pläne für Upgrades.
Upgrades? Sind alles nur Upgrades? So wie es aussieht? Jo, alles. Und ja, die Gebiete haben wir schon sozusagen Piraten gemacht mit den Dingern. Okay. Das heißt, auf zum Schiff und los geht's. Ach komm, ich nehme wieder ein Bötchen. Captain ist am Steuer. So, Endseestechen natürlich. Okay, also Taucherglocke werde ich dann wahrscheinlich mit euch aufnehmen. Aber den Rest sozusagen, die ganzen Festungen erstürmen, Assassinenaufträge und so alles, das werde ich dann alles offline für mich dann machen. Was haben wir hier? Holz und Holz jeweils. Okay. Wohin müssen wir denn jetzt? Oh, da sind wir ja richtig. Okay, dann schippern wir nochmal so rum. Backbord! Da treibt etwas Frachtgut, Sir. Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind. Ist mir jetzt egal von der Fracht her. Ich will zur Mission fahren. Weil wir sollten ja die Korken stecken lassen. Nicht stecken lassen, sondern sollen ja unsere Kanonen verkorken. Kein Schuss sollen wir abgeben. Also machen wir das erstmal. Ja. Ach so. Ich habe mir mal die schwarzen Segel gegönnt. Für 300 Stoff. Wie ihr seht. Jetzt haben wir nicht nur eine schwarze Piratenflagge, sondern auch eine schwarze. Schwarze Segel sozusagen. Finde ich schon cool zu unserer Jackdoll. Was haben wir denn? Ein Unwetter kommt auf uns zu. Ja. Okay, wenn wir Pech haben. Aber im Moment schwimmen wir. Los, komm, den retten wir nochmal. Hier fix. Gerettet. So. Auch nur so ein kleines Kanonenboot oder Fässer. Die sind für uns uninteressant jetzt. Wir schwimmen jetzt, wie gesagt, dorthin. Zu unserer Tauchglocke. Was ist überhaupt neben uns? So unentdeckter Ort? Ach, eine Insel noch. Okay. Ja, das kann ich mal später machen. Ja, nee. Der ist zu spät aufgeploppt, der arme Mann. Nicht alle kann ich retten. Ja, das Schwimmen. Mal gucken. Es wird bestimmt auch wieder gewöhnungsbedürftig. Ich weiß gar nicht. Ich bin nicht in dieses Monster geraten. In welches Monster? Oh. Da hinten brennen ein paar Schiffe. Okay. Ich möchte ja nur zur Tauchglocke hin. Aber wir nähern uns wahrscheinlich den Sturm Mitte. Ist ja alles ganz okay. So. Sind ja gleich da. Und ist da noch ein Großes? Captain! Da treibt Frachtgut, Sir! Oh, Piratenschiff. Die Anna River. Okay. Ach, das ist wahrscheinlich. Ja, genau. So viel Segel wie ihr könnt. Vom Blackbird. Alle außer Großbergen. Mission starten. Hol mich der Teufel, Thatch. Das ist ein nettes Schiffchen. 32 Kanonen. Bei 40 habe ich aufgehört zu zählen. Ist die Leiter aufgestiegen? Und? Schon irgendwelche Medizin gefunden? Nein, nicht hier in der Nähe, leider.
Doch weiter draußen gibt es Wracks, die bisher von nichts als Krabben und Korallen berührt wurden. Mhm. Ich sehe sie mir an. Edward? Edward, seid ihr das? Nein. Meine Güte, die westindischen Inseln sind ein Dorf. Hallo, Barnett. Welche Überraschung, dich hier zu sehen. Ich traf Mr. Thatch vor einem Monat und er bot mir an, mich unter seine Fittiche zu nehmen. Er sagte, ich müsste mir die Landeischalen abwaschen, um ein Pirat zu werden. Nun, dann viel Glück. Unter Blackbeards Fuchtel wurden schon schlechtere Männer besser. Ah ja. Tauchen. Okay, sie können dorthin singen, ist klar. An die Stagen, wir holen dich! Unser Schiff sieht da auch fast so aus, Segelbergen! Oder? Segelbergen! Hoch die Banden, na wird's bald! Aber ja, schönes Schiff. Aber unsere Jackdoll ist auch sehr, sehr hübsch. So. Da ist etwas unter uns, Captain! Wir scheinen näher zu kommen, Captain. Ja, Locker, trimmen, alles. So. Tauchsäcke mit Luft. Da ist ein Rochen. Okay. Ihr kennt mich doch. Wenn schon, dann gleich alles plündern, was nur wir finden. Noch haben wir genug Sauerstoff, also ist alles okay. Jetzt müssen wir bei uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Ah, über uns geht er mit Luft. Okay. Achso, mit E eintauchen. Mit E war das gut. Wow. Oh, oh, oh. Ich hätte die Orientierung verloren, ungelogen. Ja, es war klar.
Okay, okay, okay. Na. So. Oh. 2 von 18 Plänen gesammelt. Okay. Wasser. Okay. Habe ich denn jetzt... Ah, Mist, da sind noch 2 Sachen. Achso, erstmal atmen und... Mist. Ich tue mich schon beeilen. Ich beeile mich. Okay, dann tue ich jetzt... Ja, ich müsste mal nach unten. Ahoi! Glück gehabt! Nur eine Kiste, versteckt unter einem Schwarm Haie. Leider ist das Elixier darin schon verfault. Verdammte Pest. Cholera. Müssen wir nun Medizin stehlen? Du vergisst das Pardon, Thatch. Subtil bleiben. Sagt Hornigold, ein Pirat, der nun zu stolz ist, sich so zu nennen. Ja, er zieht Vorsicht den Kanonen vor. Vorsicht ist nichts ohne Charisma. Denn wenn ein Mann den Narren spielt, wird er nur Narren überzeugen. Aber tritt er auf wie der Teufel, werden sich ihm alle beugen. Und du wärst dann der Teufel? Für das Publikum. Alles Theater. Gib deiner Beute etwas zu fürchten. Etwas Höllisches. Aus einem Fiebertraum. Dann fallen Männer auf die Knie und winseln ihren Gott um Gnade an. Oh Gott. Sieht gut aus. Klar tut es das. Solltest du einen leisen Weg kennen, an die Medizin zu kommen, sag es schnell. Ansonsten kümmere ich mich darum. Ja, er wird ein bisschen lauter machen. Ja, Haiangriff vermeiden, naja, okay. War schwierig. Mehr Segel, alle Segel! Also, ich tauche da jetzt nochmal runter. Wir reiten die Topsegel reffen! Ich will wenigstens eine Schatzkiste noch haben und das Fragment. Weil so oft gehe ich nicht mehr tauchen dann. Ja, also, mit euch. Wenigstens eh mal. Wenigstens abschießen und fertig. So. Also.
ich kann mich abstoßen. Das war klar. Aber gut zu wissen, ich kann mich abstoßen von irgendwelchen Vorkommteilen. Das heißt, ich bin dann schneller unterwegs. So, dann mal hoch damit. Der ist schon mal sehr schön. Großsegel, los geht's! Biere freimachen, lasst etwas Segel sehen! Okay. Das haben wir fertig. Wir müssten wohin? Hauptmission. Okay, Bullenhai brauchen wir nicht. Bullenhai, nö. Gut, wir machen Folgendes. Bevor wir jetzt zur Mission, also wir dann uns bei der Mission treffen, mache ich jetzt hier Feierabend. Werde dann nochmal hier die Insel erkunden. Ich glaube, dann werde ich auch das Fort hier schon mal aufdecken. Das Fort hier. Und nochmal hier tauchen. Und dann sehen wir uns sozusagen bei der Mission. Also ich werde hier ein bisschen aufdecken, ein bisschen machen. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, in der Hauptmission dann wieder. Ja. Okay. Also wünsche ich euch erstmal bis dahin alles, alles Gute. Euch noch einen schönen Abend und erstmal bis dahin. Ciao, ciao euch. Segel sagt...